Cannabis-Legalisierung, Fabian und Lutz kiffen, in Klammern für die Wissenschaft. Let's go. Die Legalisierung von Cannabis drehen. Ideen. Ja klar, wir brauchen Experten. Wir brauchen den Experten. Wir brauchen Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, wie stellst du dir das vor? Der Mann ist jetzt Gesundheitsminister, der hat zu tun. Das ist nicht wie früher, wo wir einmal Karl Lauterbach rufen und zack steht er da. Ja. Oh. Hallo, guten Tag. Ja, Herr Lauterbach, okay. Wir müssen direkt mit einer Enttäuschung starten. Wir wollen heute weder über Corona noch über Markus Lanz reden. Das wird schwer dann werden für mich. Aber es ist okay? Ist okay. Also wir können sehen, ob es ein drittes Thema gibt. Dann wollen wir doch mal sehen. Herzlich willkommen zu Wer raucht denn sowas? Und die wichtigste Frage zuerst, haben Sie schon mal geraucht? Und was bitte raucht eigentlich Wolfgang Kubicki? Was Wolfgang Kubicki raucht, das weiß ich nicht. Das muss auf jeden Fall sehr stark sein. Und ein guter Arzt probiert alles aus, um auch also seine Patienten beraten zu können. Von daher habe ich auch schon konsumiert. Und wie war's? Angenehm, muss ich sagen. Also ich bringe es in angenehme Erinnerung, aber nie gesagt. Also das war nur, man will den Menschen helfen. Aber Sie waren ja am Anfang gegen eine Legalisierung. Das ist richtig, aber das also, hat sich verändert in den letzten Jahren. Jetzt sind die Sicherheitsaspekte, die eine Legalisierung mitbringt, die sind so überwiegend, dass ich meine Meinung geändert habe und ich bin für die Legalisierung. Ich dachte, Sie wären jetzt dafür, weil sich eine Koalition mit der FDP nur bekifft ertragen lässt. Nein, die war damals noch nicht absehbar, als ich meine Meinung geändert habe. Aber tatsächlich, also die FDP hilft hier, um das Ganze voranzubringen. Ich werde in regelmäßigsten Abständen auf den Fluren von den Kollegen gesprochen. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte, wann kommt denn der Cannabis? Wir wollen jetzt mal zunächst über die gesundheitlichen Aspekte sprechen. Gerne. Es gibt ja auch Nebenwirkungen, das kann man ja nicht unterschätzen. Zum Beispiel die Gefahr, dass man vom Kiffen so träge und müde wird wie Olaf Scholz. Also ich bin er hat sein Hals, sein Hemd falsch geknöpft, ne? Der Knopf müsste hier oben sein. Nee, ist richtig, meint ihr? Nein, niemals, Chat. Niemals, es ist verkehrt. Der Schlitz muss in dieses Loch rein. Dieser Knopf muss in den Schlitz rein. Hier zwischen sind mindestens 5 cm, sagen wir mal 4 bis 5 cm Unterschied. Oder es ist eine optische Täuschung. Ja, das kann. Ja, keine Ahnung. Sicher, dass also Olaf, der die Dynamik ja in Person. Ich bleib dabei, es ist falsch. Ist hier kein gutes Beispiel wäre. Da würden mir andere Leute einfallen, aber es ist tatsächlich kontinuierlicher Konsum, kann also lethargisch machen. Und wir gucken uns das Video an. Ich habe schon ganz oft meine Meinung zu Cannabis gesagt. Zu der Legalisierung, ich bin dafür. Die Risiken bei Cannabiskonsum, Schäden zu haben bzw. Schäden dadurch zu tragen, ist wesentlich größer, wenn es illegal ist, weil man überzüchtetes, nicht kontrolliertes Gras auf dem Markt hat. Eine Legalisierung bringt nur Positives mit sich, sowohl für den Vaterstaat durch Versteuerung als auch für die Konsumenten. Die einzigen, die dadurch Nachteile hätten, wären die Dealer, die Illegales damit machen. Ist ja klar. Es gibt eigentlich nichts Negatives, was dagegen spricht, Cannabis zu legalisieren. Gerade wenn man im Vergleich die Schäden, die Langzeitfolgen, das Risiko nimmt, was Alkohol mit sich bringt. Wenn Alkohol legalisiert ist, was es ja ist, dann gehört Cannabis schon längst legalisiert. Das ist ein Fakt, den kann selbst ein Cannabis-Nichtbefürworter nicht leugnen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und das gehört zu den Nebenwirkungen. Und Olaf Scholz, ist das so jemand, der mal... Muss früher wohl stattgefunden haben, aber er braucht es heute nicht. Also, und es ist auch, er ist einfach dynamisch, also konzentriert, eine Freude, also mit ihm zusammenzuarbeiten, alles gut. Also Sie sind immer noch der Ironieminister auf jeden Fall. Nein, das ist alles hier barste Münze. Wir wollen nicht nur reden, Fabian und ich wollen es selber auch mal probieren, einen Selbstversuch. Und ich als väterlicher Freund mache mir ein bisschen Sorgen, weil es ja bei Jugendlichen so ist, es kann tatsächlich zu Psychosen kommen, weil das Gehirn noch nicht richtig ausgebildet ist. Ja, das stimmt. Er wäre von der neuen Regelung als Minderjähriger, wäre er noch nicht geschützt. Und von daher wäre das jetzt auch ein Versuch, der nicht wirklich also gezeigt werden darf. Aber das könnte ich da nicht... Das darf nicht aufs Band. Kann ich da nicht unter der Hand über Sie irgendwie anders kommen? Da kann ich nichts machen. Also bei Minderjährigen, bei unter 18-Jährigen wie Ihnen kann ich... Lauterbach ist schon sympathisch, ja, auf jeden Fall. Macht auch einen sympathischen Eindruck. Also sehr entspannt. Ich meine schützende Hand nicht darüber halten. Finden Sie das gut, dass wir es auch selber mal ausprobieren? Also würden Sie Ihren Segen... Bei einem Erwachsenen, also ja. Wie Ihnen, ja. So, aber es reicht jetzt auch, Herr Lauterbach, mit den Witzen hier. Minderjährigen
So kann man das nicht riskieren. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja. Also bis jetzt ist es trotzdem ein bisschen langweilig. Ich will das Selbstversuch. So, das finde ich interessant. Fabian und Lutz rauchen Bong. Warnung. Die folgenden Bilder enthalten sensible Inhalte und können für manche ZDF-Betrachter verstörend sein. Bitte nicht nachmachen. Ja, dass sie auch noch direkt Bong rauchen, Digga, ein Joint hätte den besser getan, ja? Die hauen sich direkt die volle Möhre rein, pur, Digga, durch Bong, holy shit. Das ist ja erbärmlich, was wir hier für ein Bild haben. Das sah super, super professionell aus. Macht total Spaß, Lutz. Hast du sehr gut gemacht, Fabian. Bruder, das erinnert mich gerade so heftig an meine ersten Kipperzeiten, Digga. Ein bisschen vermisse ich das manchmal auch, ja? Ja. Da jetzt einfach sitzen, Digga, high werden, Bruder. Eine Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais geschnitten, mit einer kleinen Knoblauchsoße bestellen, Bruder. Einen geilen Film anmachen oder ein paar Runden Mario Kart mit den Ärzten spielen oder eine Runde Tekken, Digga. Es hat nicht nur Schlechtes bei mir gehabt, Digga, aber leider... In den jungen Jahren hat es sehr viel Schlechtes auch mit sich gebracht. Liebe Kippen. Ja. Aber du siehst anders aus als sonst. Alleine schon einfach dieses dauerhafte Grinsen, was er in seinem Gesicht hat. Die Augen werden kleiner, Digga. Er hat so ein richtiges Kiffergrinsen auch, Digga. Er sieht einfach high aus. Er sieht einfach happy aus. So glasige Augen. Und das war dann immer, Digga, du hast dir immer selber eingeredet. Nee, Diggi, ich bin noch nicht so high. Und dann haben deine Jungs immer gesagt, Bruder, du hast ja voll die glasigen Augen. Und dann hat man sich so, oh, Digga, bin ich jetzt wirklich high? Und während man dabei so drüber nachgedacht, ob man high ist oder nicht, war man auf einmal völlig high, Digga. Dann hat man gedacht, oh, Digga, so nach 10, 15 Minuten, ah, Digga, so high bin ich nicht. Ich rauche jetzt erstmal noch eine Zigarette, um klarzukommen. Die Zigarette hat immer nochmal das Doppelte high gemacht, Digga. Die Zigarette, Digga, hat dir immer nochmal realisiert. Du hast gedacht, du bist nicht so high. Die Zigarette hat dich nochmal dahin gebracht, wo du eigentlich bist, nicht todeshigh. ich merk's doch jetzt heftig. Und was? Was, ja. Ja, so ein... Ist halt alles etwas unwirklicher, dann erhöhter Herzschlag. Also bin nicht so Fan vom Gefühl. Das ist übrigens ja das, was wir im medizinischen Bereich gerade alles nicht wollen. Also die Effekte, die jetzt hier auftreten. Und da machen wir es ja ganz anders. Nicht auf einmal ganz viel und hoffentlich merke ich dann irgendwas. Wie bei Medikamenten, das langsam aufdosiert wird. Man sich. Ich sage euch eins, die beiden Jungs haben gerade nicht als Disrespekt, die beiden haben gar keinen Bock, sich das anzuhören, was die Dame gerade redet, Digga. Die müssen jetzt gerade... Erstmal klarkommen auf ihr Leben. Das Gelaber von denen, von ihr, ist für die beide der völlige Absturz gerade. Die versuchen sich darauf zu fokussieren, aber auf das Einzige, auf was sie sich gerade fokussieren können, ist die Heines. Sich dran gewöhnt und im Idealfall schafft man es dann, dass solche Gefühle von Benommenheit, Schwindel, Müdigkeit gar nicht auftreten. Du musst mal pausieren. Pausieren? Ich probiere das nochmal. Du bist auch im Geschmack gekommen, ne? Ich will es jetzt auch richtig. Ja. Also so richtig gut drauf ist Lutz noch nicht. Aber für den Fall hatte ich natürlich was vorbereitet. Bist du denn jetzt in der Stimmung für meine Wortspiele eigentlich? Ja, aber mach sie und ich schwöre, ich lache bei keinem. Okay, aber Sie können gerne lachen, wenn Sie es lustig finden, ne? Mach ich. Ich sag ja immer... Naja, also ich sag mal so, das, was Lutz jetzt hat, ist auch völlig okay. Nicht jeder verträgt Weed und nicht jeder verträgt Alkohol. Wisst ihr, wie ich meine? Das Einzige, was jetzt beispielsweise bei so einem Lutz helfen würde, ist beispielsweise, dass man rausgeht. Weil du hast auf Heines, ist der größte Fehler, wenn du dich auf deinen schlechten Zustand oder dein Unwohlbefinden fokussierst. Das heißt, das Beste, was man jetzt machen könnte, ist beispielsweise mit Lutz rausgehen, eine Runde spazieren gehen und einfach ein bisschen die Natur auf sich wirken lassen, ein bisschen... Unter Menschen frische Luft, geile Musik anmachen, Film anmachen, genau. Er ist jetzt gerade nur mit sich beschäftigt. Kein Gras, das kommt mir nicht in die Tüte. Aber Sie lachen. Ja, aber halb über ihn. Lutz fühlt sich gar nicht wohl. Also er ist der typische in der Runde, der gleich Absturz schiebt. Okay, es geht weiter. Er ist der richtige typische Kiffer, Digga. Gerade. Fühl ich. Lutz, kennst du Marie? Marie Huawei.
Sie finden es auch lustig wieder, ne? Ja, aber ganz, nicht ganz so lustig wie Sie. Das hat wahrscheinlich auch. Hat sie auch gekifft? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, ne? Im Grund. Okay, also Anschlussfrage. Kennst du Hanna? Marihuana? Ja, für Lutz ist gerade, Lutz fühlt sich, und das ist auch vollkommen okay, Digga, das ist auch wichtig, das finde ich auch gut. Lutz ist gerade der Typische, der nicht auf das Weed-Bing klarkommt. Und ich glaube halt auch einfach, dass es der falsche Weg war, direkt eine Bong zu rauchen. Die hätten sich lieber einen kleinen Spliffy drehen sollen und Lutz hätte erstmal einmal dran ziehen sollen. Weil einen Bongkopf pur zu rauchen, ist schon wirklich viel. Also für die Leute, die es nicht kennen, Marihuana ist... kann auf verschiedenste Art und Weisen wirken. Du kannst es zum Beispiel in dein Essen machen, nur mal als Beispiel, also Kekse backen, Cookies, ganz klassisch. Du kannst es in einem Joint rauchen, du kannst es durch die Bong rauchen. Und jede Einnahme, jeder Weg, es zu sich zu nehmen, macht dich anders high. Bong ist eigentlich somit die heftigste Methode. Und deswegen glaube ich, dass Lutz es besser vertragen hätte, erstmal einen kleinen Spliffy zu ziehen. Einmal dran ziehen. Erstmal auf sich wirken lassen. Es ist ungefähr so vergleichbar. Ich glaube, Alkohol für viele ein besserer Vergleich. Die beiden haben gerade nicht einen, keine Ahnung, ein Bier getrunken, sondern die beiden haben gerade eine harte Mische getrunken. Okay, Quizfrage. Wie heißt der Kiffer bei Star Wars? Han Solo? Die Witze sind aber auch bodenlos. Die Witze sind für Kiffer gemacht, Digga. Auf Kiffe fühlst du die. Es geht alles wieder weg. Hoffentlich nicht. Fühle ich aber zu 100% den Lachflash, den er gerade hat. Fühle ich zu 1 Million%, Digga. Du willst nicht lachen, du musst lachen, Digga. Ich persönlich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich vermisse einige Sachen am Kiffen, bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt auch viele Sachen, die ich nicht vermisse. Aber das Schönste am Kiffen war für mich Lachflash, Fressflash, Wichsen oder Sex und Musik oder Filme schauen. Wobei Musik, also von allen Punkten vermisse ich Musik hören am allermeisten. Musik hören war für mich das Schönste, was man bekifft machen konnte. Lach doch mal! Warum? Es ist geselliger als Alkohol. Da bin ich zu 100% bei dir. Ihr müsst euch einfach, das ist ein Fakt, den ihr nicht leugnen könnt. Stellt euch einfach vor, die beiden wären hardcore betrunken. Überlegt euch, wie Lutz sich verhalten würde, wenn er betrunken wäre. Also richtig betrunken. Der würde talken, der würde auf dem Boden liegen, der würde aufstehen wollen, hinfallen, der würde vielleicht mutig sein, vielleicht ein bisschen aggressiv werden. Es ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer Überdosis Marihuana und einer Überdosis Alkohol. Und der größte Fakt ist, an einer Überdosis Alkohol, also Alkoholvergiftung, könnt ihr sterben. Es ist nachweislich, medizinisch, mit normalen Weed noch nie einer dran gestorben. Du kotzt ein, zwei Mal im schlimmsten Fall von Marihuana, chillst eine halbe Stunde, danach geht's dir wieder gut. Wenn du hardcore betrunken bist, kotzt du die ganze Nacht, du scheißt dir die Seele aus dem Leib, brauchst Stunden über Stunden, du brauchst gefühlt pro Stunde wird 0,1 Promille abgebaut. Das heißt, wenn du einen Pegel von 1,5 Promille hast, brauchst du 15 Stunden, um das wieder aus deinem Körper zu kommen. Ich bin gespannt, was mit Lutz noch passiert. Wie geht's dir denn? Hast du mal von Weed gekotzt? Ich habe von Weed selber noch nie gekotzt. Nein, ich habe von Weed immer nur gekotzt in Kombination mit Alkohol oder Kokain. Also mir geht's schlecht. Ich finde es unangenehm. Ich will, dass es vorbeigeht. Weiß ich auch. Ja, das ist der typische Bad Trip. Dann war Lutz aber auch noch nicht dafür bereit. Ob man das merkt, ich finde es amüsant. Aber bei mir ist es jetzt so ein Karussell, Geschwindel, Schwanken. Das nervt ein bisschen tatsächlich. Mhm. Wir möchten uns jetzt verabschieden von der Sendung und auch von... Ja, finde ich schade. Ich hätte es doch gerne weitergesehen, aber auf jeden Fall, Lutz hätte eine Beschäftigung gebraucht. Weil 100% Lutz wird an den Punkt kommen, dass ich bin so high, etwas abklingt und dann geht es ihm etwas besser und dann wird er die Vorzüge genießen. Er wird extremst Hunger bekommen. Er wird Bock haben, sich einen runterzuholen. In der Situation, wenn ihr mal sowas habt, liebe erwachsene Zuschauer, wenn ihr mal so eine Situation habt, dann ist es das Beste, was ihr machen könnt, euch abzulenken. Sprich, beeinflussen lassen von Medien. Schaut einen Film.
geht raus an die frische Luft. Stumpf sitzen zu bleiben auf dem Sofa und darauf zu hoffen, dass es vorbeigeht, ist der schlechteste Weg. Von Frau Dr. Müller-Wahl. Also vielen Dank für die medizinische Begleitung. Gerne. Wie lange das High anhält? Naja, dadurch, dass die Bon geraucht haben, hält es wohl noch ein bisschen länger an. Aber du wärst schon, also Lutz wär schon seine 2 Stunden gehabt haben. 1,5 bis 2 Stunden, würde ich sagen, wo er diesen Zustand hatte, würde ich sagen. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht die perfekte Location. Eine ältere Dame, die dich medizinisch begleitet, dich die ganze Zeit doof anguckt, dann irgendwelche komischen Voodoo-Wong-Kong-Masken, Digga, wo du denkst, was soll die Scheiße? Kein Fernseher, kein geiles, kühles Getränk. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet. Ich hätte mit Lutz einen viel, viel besseren Kifferabend gehabt. Jetzt noch einmal Danke sagen. Dankeschön. Bitte gerne. Ja, die Location ist auch viel, ne? Ja. Und was soll das? Boah, Fabian, das ist TikTok. Das ist YouTube, Lutz. Und die Leute müssen hier nur abonnieren. Oder auf ein anderes Video klicken. Und das ich finde es sehr schade, dass hier nicht aufgeklärt wird, wie es noch Lutz ging. Ja, hier schreibt das auch. Für alle, die noch nie in Kontakt mit Mario gekommen sind, die Szenario bei Erstkontakt direkt mit einer Bong anzufangen ist äquivalent zu noch nie Alkohol getrunken, aber mit einer kompletten Jägermeisterflasche Intus. Ja, ja, das ist so, da hat er recht, ja. Schade, dass es hier nicht aufgeführt wird, wie es doch weiterging. Trotzdem ein interessantes Video, wie ich finde.